Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir sind hier noch im Arbeitszimmer des Barons. Denn, naja, wir hatten hier noch die Karte gesucht. Was mich noch ein bisschen irritiert, ist, dass rechts in der Liste steht nicht mehr mit drin, dass... Da. Suche im Arbeitszimmer ist bei uns nach einer einzigartigen Karte und nach Hinweisen über weitere Spieler. Ist wohl abgeschlossen. Besiege den Baron, nimm ihnen die einzigartige Karte ab. Können wir nicht mehr machen. Also können wir die Karte wohl nicht mehr bekommen. So wie ich es vermute. Was natürlich ein bisschen schade wäre. Aber... Naja. Das können wir jetzt nicht mehr ändern. Deswegen würde ich... Nein, nicht auf die Weltkarte. Würde ich mal schauen, was wir jetzt als nächstes machen. Wald steht in den Sternen. Besuch in Wahrsager. Würde ich sagen... Ja, oder? Ja. Könnten wir mal machen. Wo ist der denn? Da hinten in Benkelheim. Benkelheim, da war ich nur mal kurz, wo ich hier das geholt habe. Deswegen würde ich sagen, reisen wir... Weiß nicht, nach Lindenthal? Ja. Und reiten von Lindenthal darüber. Würde ich jetzt mal sagen. Überall nur Gesindel. Oh, nein. Hexer, hab Erfahrungen. Sag euch, wo die Beute. Da müssen wir hier runter erst und dann können wir ja unten reiten. Ach, unten reiten. Was hast unten du reisen. Einen Bären zum Tanz aufgefordert? Moment mal. Gerade mal auffällt. Herr, hier wimmelt es nur. Hier oben. Wollte ich mal schauen. Okay. Und schon ein paar Wachen. Mit einem Fernglas. Was ist denn in der Kiste? Pferdehaut, naja, nee. Das lohnt nicht. Können wir das... Nee, das Tor können wir nicht runterlassen. Oh, nein, 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 oh, Glück gehabt. Warum haben wir eigentlich noch das Symbol da, dass wir noch aufsteigen können? Haben wir noch... Ach ja, wir haben noch einen Skillpunkt. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Wo setzen wir den rein? Würde ich sagen, da weiter. Auch wenn wir es aktuell nicht brauchen. Die Götter haben dich. Weil wir hätten auch eigentlich... Nee, jetzt zu spät. Was drittes Rotes machen können, was wir hier reinpacken. Sowas wie präzise schnelle Präzisionsschläge für einen schnellen Angriff. Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei schnellen Angriffen um 2% und den Schaden der kritischen Treffer bei schnellen Angriffen um 15%. Ja, dasselbe nochmal bei den starken Angriffen. Hier hatten wir Pfeilabweisung für die Verteidigung. Lichtreflexe. Ziel mit der Armbrust. Nein. Und Entschlossenheit. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 20% verringert. Hm. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ob sich das so lohnt dann. Also gut, gib Wenn mir du ein Problem Kopf. Wir müssen den Stand auszahlen. Wir gehen Titten grapschen. Achso, ich dachte, die ziehen ihre Schwerter gerade. Wir werfen, bis wir kriegen. Aber die schleifen sie nur. Wenn es also kein Blitzschlag war, was war es dann? Trinken wir, es wird schon Abend. Ja, so langsam stimmt das auch, dass es Abend wird. 17.35 Uhr. Ja. Da kann man ja auch mal was trinken. Gut, wir gehen nach Lindenthal oder gehen wir doch zum Anwesen. Oder Niederwir. Könnten auch nach Niederwir gehen eigentlich. Ich vermute nicht, dass hier links hier noch irgendwo groß was sein wird. Pass auf, wir gehen zum Rückeranwesen und dann können wir auch noch ein paar Monster-Nester mitnehmen. Die wir ja damals leider nicht machen konnten, weil wir auch keine Bomben hatten. So, da kommt Plötze.
Halt! Und mal auf der Karte schauen. Ja, reiten wir hier unten die Straße entlang. Erstmal wieder rein ins Anwesen. Und dann links raus. Nicht so schnell, plötzlich. Auch hier. Na gut, Straße. Den Pfad würde ich eher sagen. Die Straße ist es nicht. Plötze. Danke. Entschuldigung. Es war jetzt auch ganz... ein ganz typischer Plötze-Moment. Jetzt wollen sie aber ein bisschen... schnell. Ich merke langsam wieder, dass es wirklich einfacher ist, wenn man ohne Anvision kämpft. So, Monsternester. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Das erstmal eine Bombe. Wir looten in der Zeit noch. Und was mir gerade einfällt. Wir hatten ja ein grünes Muttergen da eingesetzt. Was für ein grünes ist denn das? Ein grünes Muttergen, normales grünes. Haben wir was Größeres? Erscheinung, dies nach der Erscheinung großes grünes. Bringt 150 wieder, dann setzen wir das doch mal ein. Ja, bitte. Dann mal ein bisschen mehr Vitalität nochmal. Nochmal 50 mehr. Leckerherz, ja, kleine Irdenblüfe, ansonsten aber nicht groß was Interessantes dabei. Ich laufe jetzt mal ein Stück weiter. Eigentlich müsste genau das nächste Monster mir schon in die Ecke warten. Aua, 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 aua. Ich glaube, die Bombe war ganz gut. Können wir gleich mal sehen. Ja. Jetzt werden die gerade aber langsam wirklich etwas nervig. So. Mal schnell das Nest zerstören, bevor neue rauskommen. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Und Körperteile, die um einen rumfliegen, auch geil. Und da ist noch einer. Neckar-Krieger-Muttergen. Ich hätte lieber ein normales rotes. Muss ich ehrlich sagen. So, hier gibt es noch eine Quest. Na, dann. Aber vorher meditiere ich mal eben schnell eine Stunde. Damit alle Sachen wieder aufgefüllt sind. Ich könnte eigentlich auch mal schauen. Alchemie. Ja, Schemas anheften. Ich weiß. Absurde, nein. Oh, Blaus können wir herstellen. Großblaus können wir herstellen. Okay. Ach, was mache ich denn eigentlich? Drachentraum. Setze eine Gaswolke frei, die bei Entzündung explodiert. Na ja, komm. Können wir herstellen. Da fehlen uns überall Zutaten. Okay. Tanzender Sternbombe fehlt uns da. Für tanzender Stern brauchen wir... können wir auch gar nicht herstellen, ne? Besser tanzender Stern? Normal tanzender Stern können wir noch nicht, nee.
Na gut, dann kein Wunder. Verbesserter Teufelsbewusst haben wir auch noch nicht. Überlegener. Tanz nach Sternen, überlegener Teufelsbewusst auch noch nicht. Okay. Zutaten. Spitzwegerig. Okay, schauen wir mal, was es hier gibt. Sogar die Ghule verschmähen mich. Ich schaff das nie. Was denn? Du suchst Ghule? Wieso? Sonst will mir keiner das Licht ausblasen. Mir geht's seit Tagen elend. Zum Sterben. Aber ich schaff's irgendwie nicht. War schon immer so stark, verdammt. Kennen wir uns? Ja, du hast mich unter dem Leichenberg hervorgezogen. Ich war so sicher, dass ich nicht krank werde. So sicher, so dumm. Hör zu, du hast mir einen Gefallen getan. Tu mir noch einen. Hast da ein scharfes Schwert? Mach Schluss. Ja, jetzt... Das meinte ich in der letzten Folge eigentlich mit den Antwortmöglichkeiten. Jetzt hätte ich gerne hier entweder, ja, werde ich machen oder ich bringe dich nicht um. Und dann dahinter, in Klammern, weiß ich nicht, ob man ihn heilt oder nicht. Denn wenn man ihn heilt, würde ich jetzt sagen, ich bringe dich nicht um. Aber wenn es keine Heilung gibt, würde ich es machen. Ich bringe dich nicht um. Tut mir leid, das kann ich nicht machen. Ich bitte dich. Nein. Nein. Warum nicht zur Hölle? Ekelst du dich? Hast du Angst vor deinem Gewissen? Götter, verdammt, mach es schnell. Ich bezahl dich. Wenn du es nicht tust, geh mir aus den Augen. Lass mich in Frieden sterben. Ja. Wenn du es nicht tust, geh mir aus den Augen. Das meinte ich eigentlich. Lass mich in Frieden sterben. Ja, ich kann es euch angreifen. Wenn du es nicht tust, das war jetzt ein bisschen blöd, weil... Ne, ich wusste von vor, also von vornherein jetzt nicht, ob ich ihn heilen kann oder nicht. Wenn du es nicht tust, ja. Geh mir aus den Augen. Lass mich in Frieden sterben. Können wir jetzt nicht viel machen. Dann schaue ich ja trotzdem mal hier eben ins Haus rein, wenn wir schon mal hier sind. Aber hier scheint nicht viel zu sein. Ja, ich hätte ihm gern geholfen. Sagen wir mal so, also... Er möchte es ja unbedingt, er schafft es selber nicht. Ist zwar auch nicht gerade das Schönste, aber naja. Ich weiß auch nicht, was er jetzt für eine Krankheit hat, ob man die heilen kann oder nicht. Da mehr Informationen dazu, wäre gut. Also bei manchen Sachen ist es halt wirklich noch ein bisschen... Jojojo, nicht so viel auf einmal, bitte. Ich glaube, das ist extra ja die Sache bei den Neckern. Da kommen halt einfach mal viele. Ja, da habe ich ja schon ein paar niedergemäht. So. Ich dachte, ich vielleicht erstmal wieder... Die Necker tauchen hier auf. Das Sie Nest graben sich zerstören. Dann wieder looten, kriegen wir wieder ein paar kleine Mutagene. Hoffentlich auch mal ein rotes. Also wirklich ein kleines rotes Mutagen, nicht ein Neckar-Mutagen. Aber scheint mir nicht so. Kleiner Zuria-Runstein, ja. Okay. Warum nicht? Okay, da hätten wir hier unten noch das Monsternest und dann wären wir schon in Benkelheim. Sehr gut. Jetzt nur 80. Ich weiß gar nicht, welche Längeneinheit das noch ist jetzt. Fuß, Schritt. Keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall nicht so weit bis zum nächsten Nest. Da können wir auch laufen. Da bin ich mal. Ist das direkt bei dem Dorf hier? Ach Quatsch. Ja, ich Idiot, hab wieder nur auf die Linie geschaut. Hier. Okay. Kann ich aber nichts Interessantes machen. Ja, ich Idiot, bin wieder vorbeigelaufen. Wir haben was, wieder Neckar.
aber diesmal nur zwei. Okay. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben und sich raus. Dann schießt. Vorne steht auch eine Truhe, die habe ich schon gesehen. Einmal hier noch alles looten und da ist sie. Zwirnholz, herausgerissene Seite Gurgo-Absud. Redanisch des Blondes, kedwenisches Starkbier. Was haben wir hier noch? Kleiazoria, Runenstein, Perun-Runenstein, Scherbenschwert. Ich muss mal gleich mal schauen, wie das denn ist. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht einsammeln, aber okay. Ja, wegwerfen. Dann hatten wir Handwerk, das Scherbenschwert. Ist jetzt die Frage, es ist scheinbar ein, da ist es. Ein Stahlschwert benötigt Stufe 25, ja gut. Da ist also noch ein bisschen Zeit, bis wir es nehmen können. Und dann gehen wir jetzt zum Wahrsager. Ich weiß schon gar nicht mehr wirklich, was, warum wir da hin sollten und was da jetzt war und keine Ahnung, aber. Ja. Weißer Wolf, ich habe dich erwartet. Komm näher. Aha. Kennen wir uns? Nicht persönlich, obwohl ich dich schon oft gesehen habe. Ich habe eine Gabe. Ich kann in die Zukunft sehen, auch in deine. Aber nicht kostenlos, schätze ich. Ich verlange nicht viel. Wenn du einen Happen zu essen hast? Ich möchte Gewinn spielen. Deine Gabe erzähl mir von, ich habe Lebensmittel besorgt. Erzähl mir erstmal von deiner Gabe. Hast du diese Visionen schon lange? Schon immer. Meine Mutter hat mich mal zur Dorfhexe mitgenommen. Und da bin ich in einen Kessel mit einem Zaubertrank gefallen. Tatsächlich? Wenn ich ehrlich sein soll, als Halbwüchsiger habe ich einen Stein auf den Hinterkopf gekriegt. Seitdem sehe ich mehr als die anderen. Hört sich schon besser an. Ich wollte schon sagen, Obelix bist du's, aber naja. Ich habe Lebensmittel besorgt. Hier. Danke. Eine feine Gabe. Die ist wahrlich eine Weissagung wert. Na schön. Erzähl schon. Ich sehe einen weißen Wolf. Er schaut mit an, wie die große Viper zuschnappt und die Silberlilie verschlingt. Er will springen und kämpfen, doch die Schlange ist schneller. Die Lilie muss sterben. Das ist nicht die Zukunft. Das habe ich schon erlebt. Und du hast wohl in irgendeiner Ballade davon gehört. Mein drittes Auge wird immer schlechter, je älter ich werde. Aber wenn du mir etwas Drachenwurz bringst... Seltene Pflanze. In der Tat. Aber einst wuchs sie in einer Höhle südöstlich von hier. Ich werde sehen, was ich tun kann, aber ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und pflücke magische Wurzeln. Ja, ich werde sehen, was ich tun kann. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Ich würde schon gern wissen, was er da uns sagen könnte vielleicht. Naja, wenn wir ein bisschen Zeit verlieren, naja, mein Gott. Ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Wie weit ist es denn? 100? Ja, komm, laufen wir noch so. Ich wird schon wieder ein bisschen dichterer. Ein bisschen dichterer, ja. Jetzt schon ein bisschen dichterer Wald. Ich sag's und laufe auf eine komplett offene Fläche. Aber erstmal. Aber ist schon. Warte mal, ist da ein. Ist das ein Schiff nach Skellige oder? Nee. Doch nicht. Ich dachte. Nee, Skellige, klar, Skellige ist ja auch in einer anderen Richtung. Ist ja da hinten. Sieht ja auch nicht nett aus. Ein Schneehase. Mal eine Fackel nehmen. Sag mal hier. Okay. Nur Zutaten. Eine ganze Menge Zutaten. Irgendwas Größeres ist hier wahrscheinlich, so wie es sich anhört.
Ja. Hört sich stark danach an. Was haben wir denn da hinten? Hule. Ja, das wäre jetzt nicht so das Problem. Ja, aber dann war es nicht auf Stufe 2. Ich weiß gar nicht, warum ich hier nicht stark angreifen kann. Bullblut, Beilkopf. Okay. Monster, Monster, Leber. Cool Extrakt. Hier ist noch eine Kiste. Ich aber. Ne, die kann ich nicht durchsuchen. Findet hilft ein Hexersinn. Ich hab doch. Irgendwo hat hier hinten was geglitzert, aber nee. Da hinten. Da ist es doch. Drachenwurz. Ob der Alte damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Na, mal schauen. Vielleicht wollte er auch einfach nur Zeit haben, um sich irgendeine Geschichte auszudenken. Das kann ja auch sein. Aber wir werden sehen. Was denn nun dann die Wahrheit ist? Interessant könnte es sein. Ich muss jetzt auch sagen, persönlich, also ich persönlich glaube jetzt nicht unbedingt an Hellseher oder Wahrsager. Nicht so wirklich. Auch wenn ich teilweise glaube bzw. das Gefühl habe, dass auch manche Sachen, also ja, vorbestimmt sind. Nicht alles, aber manches. Aber trotzdem glaube ich nicht dran, dass irgendjemand das von vornherein sehen kann oder wissen kann. Aber, naja, mal schauen. Oh, du bist zurück. Hier ist das, was du haben wolltest. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment, bitte. Ich sehe einen Wolf, der auf einen einzelnen Turm zuhält, im Schneesturm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Estuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben. Und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren, aus dem Hen-Ich-Her, dem ausgesäten Samenkorn. Idlines Prophezeiung. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Okay, die Schwalbe müsste ja eigentlich Ciri sein. Und ja, die Welt wird von Frost. Was war es nochmal genau? Von Frost. Weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall hat man ja am Anfang gesehen, die wilde Jagd. Wenn die kommt, wird es auch so ein bisschen eisig. Naja. So, ich würde jetzt nochmal. Oh, du bist zurück. Ja, und diesmal möchte ich wieder Gwint spielen. Ich wollte fragen. Ja, ich spiele Gwint. Und ja, aha, wir können um die Preiskarte in meiner Sammlung spielen. Du kannst Gedanken lesen? Die guten Götter haben mich mit etwas Hellsicht gesegnet. Nur mit etwas. Denn sie bezieht sich nur auf alltägliche Dinge. Keine Vogelscheiße wird mich je treffen. Aber bei Gwint hat mir meine Hellsicht noch nie geholfen. Na gut, dann spielen wir. Legen wir los. Also da dürfte sich ja nichts geändert haben. Sigismund Dijkstra. Doch. Deines Gegners. Ziehe dafür zwei Karten. Ich nehme sie mal mit rein. Und dann starten wir mal. Würde ich sagen.
Okay, extrem dichter Nebel. Kann ich sowieso spielen. Also wird's ausgetauscht. Einmal klirrende Kälte. Was haben wir? Wir hätten zu dreimal Belagerung. Einmal zum Wiederbeleben. Einmal zum Verstärken. Eine normale. Da hätten wir drei, vier. Vier Fern- und zwei Nahkämpfer. Was haben wir hier denn? Spion, ne? Genau. Würde ich sagen, tauschen wir den Nahkämpfer noch aus. Na, natürlich trotzdem wieder einen bekommen. Schade. Schau grad mal, was der nochmal für eine Spezialfähigkeiten hatte. Okay. Haben keine... Keine Finte. Na, dann würde ich mal sagen, wir spielen mal eben ihn hier. Damit er irgendwas spielt. Er spielt Monster, okay. What? Oh, okay. Finde Karten mit dem gleichen Namen und spiele sie sofort aus. Okay. Mal schauen, was macht er, wenn ich jetzt einen Spion spiele? Wie gesagt, die Runde will ich eigentlich eh verlieren. Ist aber gar nicht schlecht, dass wir jetzt Kälte haben. Denn er hat ja eh nur Nahkampfeinheiten eigentlich. Soweit ich weiß. Jetzt sind wir da wieder. Wes. Und wir haben Wesemir. Aber diese Runde würde ich sagen... Passen wir. Vielleicht noch extrem dichter Nebel spielen können. Das brauchen wir bei ihm wahrscheinlich eh nicht. Naja. Okay. Dann spielen wir, würde ich sagen. Eieieiei. Was hat er denn vor? Direkt schon 19, das ist auch schon eine Menge. Okay, der Gegner passt. Ist jetzt die Frage, lohnt sich... Ja, es lohnt sich jetzt, denke ich mal, noch. So. 17 und ich brauche aber etwas mehr. Hier haben wir die Karte desselben Namens, um es zu verdoppeln. Dann würde ich sagen, spielen wir Kaira. Und sind fertig. So, jetzt hat er noch 5 Karten, ich noch 6. Er hat noch eine drauf, also ist es eigentlich ausgeglichen. Das ist Sabrina Glevisig. Doch, das ist Will. Der Wildnis von Catwin, okay. Na gut, dann würde ich sagen, spielen wir mal das. Wen holen wir uns denn wieder? Ich würde sagen, ihn hier. Was war das jetzt? Finde Karten mit dem gleichen Namen in deinem Kartensatz und spiele sie sofort aus. Ach, alles Vampire. Ach du Scheiße. Okay. Na gut, aber kein Problem. Er hat eigentlich jetzt nur eine Stärke von 6, da ich die Kälte noch habe. Ist jetzt nicht das Problem, aber ich spiele trotzdem mal die Karte. Mal schauen, was er macht. Eredin. Achso, Horn des Kommandanten verdoppelt die Stärke aller Einheitenkarten dieser Reihe. Maximal eine Karte pro Reihe, okay. Was? Maximal eine, ja, eine Buff-Karte pro Reihe. Aber ist okay. Gucken wir, ob er jetzt passt oder was er macht. Nee.
Spielt noch eine Muhme, die wahrscheinlich auch ja, ihre Kollegin dabei ruft. Das heißt, er hat jetzt 3, 6, 9, 18 müsste er dann haben, weil ich glaube, das Verdoppelte bleibt. Also Stärke wird trotzdem verdoppelt. 86 hätte er so jetzt. Oh, gut, dass er sie jetzt gespielt hat. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt muss er nochmal spielen. Schauen, was jetzt kommt. Er passt. Das ist natürlich top. Ich, na gut, eigentlich hätte ich es gar nicht spielen müssen, aber... Naja, haben jetzt 44. Und jetzt kann er sich noch ärgern. Und tschüss. Hat er noch 18 anstatt 88. Ja, dann können wir passen und haben damit gewonnen. Sehr schön. Aber eine neue einzigartige Karte. 4, 22, 44. Ja, 14, 19, 18. Das ist das Hellseers Los. Im Herbst werde ich wissen, wo es die besten Butterpilze gibt. Aber wie man spielt und nicht verliert, das werde ich nie wissen. Ein schöner Sieg. Nimm diese Karte. Du hast sie verdient. Weißt du, wer sonst noch Gwent spielt? Es gibt in Wehl nur noch einen Gegner, der deiner Zeit würdig ist. Im Dorf Mittelhain. Man nennt ihn Haddi. Der Lümmel zählt erst ein paar Lenze, aber lass dich davon nicht täuschen. Okay. Gut, Muhme Weberin haben wir erhalten. Die packen wir uns doch direkt mal ins Deckereien. Na, ich dachte mir, das nur bei Monstern. Sehr schön. Spielerin gewinnt. Oder gewinnt Spielerin wie Erzdorf und Haddi aus Mittelhain. Gut, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir, welche Quest wir weitermachen. Und bis dahin, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3 Wild Hunt.